Okay. So, eine weitere Folge von Stadtfilmabend. Ja, wir haben gerade alle jede Menge Hühner umgebracht. Ein paar Leute haben geheiratet und wir haben einen Bogen gekauft für Jefim von den Waffenhändlern De Bepe. Und wir wollten hier den zweiten Raum angliedern. Das können wir aber nur, wenn wir jemanden haben, der auch Bergbau macht. Cool. So, da ist so wenig drin von dem anderen Kram. Und das machen wir auf bevorzugt. Jetzt werden die Ersten, wenn das hier voll ist, hier Nahrung reinlegen. Handelskarawane zieht weiter. Tschüss, De Bepe, Leute. Und die Killbox ist soweit fertig. Das heißt, wir könnten jetzt tatsächlich hier sogar mit Beleuchtung. Okay, die macht sogar Krach. Okay. Hier könnten wir jetzt erstmal den Baum wegholzen und dann hier die Fallen reinbauen. Das hat beim letzten Mal auch sehr gut funktioniert. Hatten wir nicht hier auch Fallen hingebaut? Ja. Ah, so geht nicht. Kann ich direkt neben Fallen, können nicht direkt neben Fallen aufgestellt werden. Wie gemein. Ist aktiv. Hütte von Melisnos. Melisnos, hochste Lage der Fraktion. Das zerrüttete Reich hat uns informiert, dass wertvolle Waren mit einem Gesamtwert von 750 Euro in unserer Nähe gelagert werden. Die Sammlung besteht aus Fähigkeitstrainer Handwerk. Melisnos sagt, dass dort möglicherweise eine bisher unbekannte Bedrohung lauert. Brauchen wir nicht. Brauchen wir zumindest noch nicht. So. Die hat er jetzt natürlich nicht angeschlossen, ne? Königlicher Tributantreiber der Fraktion das Zerrüttete Reich und sein Begleitschutz nähern sich. Du kannst ihm Gefangene und Gold als Tribut anbieten. Im Gegenzug erhält der Kolonist, der diesen Handel vollzogen hat, Ehre für die Erfüllung der Tradition und der Unterstützung der oberen Häuser. Du kannst damit rechnen, dass ein Tributantreiber extra etwa zweimal pro Jahr auftaucht, solange du nicht mit der Fraktion das Zerrüttete Reich verfeindet bist. Sie werden ein paar Tage in der Kolonie verweilen, bevor sie weiterziehen. Du kannst sie auch angreifen, allerdings wird das ihre Fraktion verärgern. Das ist nicht wahr, oder? In der angekommenen Besuchergruppe sind Verwandte deiner Kolonisten oder Gefangenen. Sturmsoldatin Skleros, Tante von Kolonistin Nunu, Tante von Kolonist Jefim. Wo kommen die alle her? Alle sind Nunu verwandt. Okay. Wie gesagt, das war nicht ich, das war das Programm. So. Skleros. Wo haben wir sie denn? Da, das ist Nunus Tante. Gut im Fernkampf, Konstruktion, sie ist Dienstmagd als Kind gewesen und dann Kanonierin.
Sie ist bisexuell und zu klug. Kann auch ein bisschen Medizin, ein bisschen Pflanzen. Okay. Aber die wird ja, wie gesagt, dann wieder abziehen. Insofern gewöhnen wir uns nicht zu sehr an sie. Ah, Plastahl. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir mit diesem Spielstand sogar unser Raumschiff gebaut irgendwann hier. Das wäre natürlich cool. Ah, siehst du. Wir brauchen wieder Türen. Ja, weil jetzt ist hier im Freien, weil die Tür zu ist. Was allerdings so schlimm eigentlich auch nicht ist. Wie geht es, Fox? Abscheuliche Umgebung, leichte Schmerzen, abscheuliches Gefängnis, gemütlich, hat leckere Mahlzeit gegessen, mäßige Erwartung. Gucken wir gerade, was der macht und... Ah je. Okay, halt alle. Cool. Nimm Fox gefangen. Das war einfacher, als ich dachte. Okay. Bench kommt als letzter. Okay, der hat aus der Wasseraffen, Wasserbüffel, Wasserschwein, Wasserschweinerfahrung hat er gelernt. Kann mal jemand hier... Ah, ich habe keinen Arzt, oder? Keinen Arzt. Ungünstig. Okay, mit dem geht's. So, dann wollen wir mal, das ist sowieso ein bisschen, dass wir hier Patient, Bettruhe und Feuerwehr ganz ausgestellt haben, war vielleicht keine so schlaue Idee. Hilfsarbeit machen wir mal auch an. Ist denn noch was auf den Feldern? Nee, doch, da liegt noch was. Das sollt ihr noch reintragen, dann kann ich euch wieder auf normal stellen hier. Klappt aber gut hier mit der. Mit dem größeren Lagerraum und der ist auch kalt genug. Sehr gut. Kreaturschlachten. Wiederhole Wundinfektionen. Das ist natürlich ungünstig. Okay. Aufsehermenü, ach so. Ist ja eigentlich egal, wie ich zum Aufseher mache. So, Tierpflege, bevor die uns alle wieder auswildern, stellen wir auch mal wieder ein. Kochen.
jagen können jetzt alle, ne? Ah, alle außer Markus und Nono. Okay. Feldarbeit. Machen wir mal mich. Nussi war der Gärtner. Nono kann das auch ganz gut. Das sind die Wasserpumpen, die diese Geräusche machen, oder? Pemmican viermal zubereiten, bis wir haben, bis du X hast. So, gucken wir mal, wie hoch wir das stellen. Ah, 1000 ist ein bisschen viel. So. So, das reicht. Das noch mehr. Wenigstens hier ist alles voll jetzt. Das ist auch schon mal was. Wir haben schon wieder jede Menge Hennen und Hähne. Sehr gut. So. Stellen hier mal alles andere auf 4. Wenn wir einen designierten Künstler und einen designierten Handwerker brauchen, können wir uns immer noch entscheiden dafür dann. Was wir aber machen müssen, ist wieder Transport und Reinigung zu alternieren. Warte mal, die mögen das. Alle sollen mal das machen dürfen, was sie mögen. Dann fühlen sie sich vielleicht toll. Hier, ja, wir drei mögen gar nichts scheinbar. Was brauchen wir denn noch? Carsten macht so ziemlich alles. Er ist so ein Hansdampf in allen Gassen hier. So. Soll gut sein. So, jetzt haben wir alles eingestellt. Ach, toll. Tolli, Tolli Bolli. Die fressen schon wieder alles weg hier. Da kann man auch nicht spielen, wenn die Selbstschussanlage dann im Weg steht. So, bauen wir das mal hier hin. Oh, ein verrücktes Wasserschwein. Mal gucken, ob es jetzt hier wirklich durch die
durch die Killbox kommt. Oh nein, es läuft Nussi hinterher. Nussi, mach es fertig mit Karate. Oh, vielleicht solltest du dich in Sicherheit bringen. Behandlung benötigt, wow. Es ist, die sind echt fieser, als man denkt, die Wasserschweine. Warum schießt du daneben? Ah. Ein Biss ins linke Bein. Okay, und das Ding, linke Lunge zerstört. Schnitt, Kurzbogen, tot in 12 Stunden. Okay, also das... Oh, schießt auch noch daneben. Nussi, ziel mal besser. Ich merke gerade, ich habe Nussi die Fernkampfwaffe gegeben. Vielleicht war das keine gute Idee. Aber er hat sehr oft getroffen. So. Oh. Wie kannst du da daneben treffen? Weißt du was? Nahkampf ist mir egal jetzt. Okay, ein Faustschlag fertig. Coole Sache. Heute Abend gibt es Wasserschwein. So, sehr schön. Guck dir das bloß wieder an hier. Brauchen wir die Hühner überhaupt? Reicht das nicht, wenn wir Kasuare haben? Vielleicht sollten wir die Eier erstmal alle nicht ausbrüten, sondern in die Kühlkammer tun und dann da Rührei von machen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Dann überrennt uns hier nicht die... Weil wir haben jede Menge Küken schon. Weiß nicht. Aber was fehlt, ist mal jemand, der hier wieder ein bisschen was pflanzt, ne? Sagen wir mal, ich brauche keine Tierpflege machen, Nussi braucht keine Tierpflege machen. Und ja, nee, Nuno sollte eigentlich. Aber Carsten braucht keine Tierpflege machen, der darf auch auf die Felder. Nur ist die Gärtner vollständig geheilt, sehr gut. Carsten, was nur schon wieder? Hat rohe Nahrung gegessen, Pessimist, unansehnliche Umgebung, ohne Tisch gegessen, eindrucksvolles Esszimmer, eindrucksvolles Schlafzimmer. Hier brauchen wir auch wieder Boden. Aber ich glaube, hier machen wir einfach die alte Glattmacht-Taktik hier. So.
Ach, da ist ja der Nussi. Pflanz Baumwolle. Haben wir hier wirklich keine. Wir brauchen Heilpflanzen. Wo können wir die jetzt noch hinpflanzen? Warte mal, wir hatten hier. Das ist Mais, ne? Mais haben wir da oben, Riesenfeld. Das reicht, glaube ich. Ist noch nicht mal alles weggetragen hier. Okay. Na, wie geht's dir? Ups. Abscheulich hungrig. Haben wir keinen Aufseher? Haben keinen Aufseher, der sich zuständig fühlt, scheinbar. Warum fresst ihr alle den? Hier unten ist doch irgendwo bestimmt noch. Nee, nichts Gekochtes mehr. Oh, weil Kochen alles auf niedrige Priorität ist. Meine Güte. Es kommt davon, wenn man alles umstellt, damit irgendwas, was man schnell erledigt haben will, schnell erledigt wird. Dann bleiben dann so Sachen liegen. Haben wir Sandstein? Wir haben noch Sandstein. Warum passiert hier nichts in Carstens Raum? Aha. Ja, Arbeit, 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 Arbeit. Und ich muss, glaube ich, wieder ein paar erwachsene Hühner umbringen hier. Ah je. Tut mir leid, Hahn und Henne 1, aber wir lassen mal nur die Jungtiere am Leben. Weil die fressen uns hier die Haare vom Kopf. Wird aber wieder Nahrung gemacht, sehr schön. Was war eigentlich das hier? Das war doch auch ein Zimmer. Wollte da einer drin wohnen oder was war das? Wollte ich da das Gefängnis machen, glaube ich, ne? Dass hier hinten so eine gute Idee ist, ist die Frage.
Wenn ich den Stall näher an die Schlachtbank heranhole, dann müssen die nicht so weit laufen, um das in den Kühlschrank zu tun hier. Nur so eine Idee. Also irgendwie so ein perfektes Basenlayout ist das hier auch nicht. Aber es sieht schon strukturierter aus, das müsst ihr zugeben, als die erste Basis. Nashörner. Kämpfen die oder was ist da los? Tot in 11 Stunden. 2 Weibchen, 3 Weibchen, okay. Du, denn 7 Stunden, ey, so lange kann ich nicht warten. Muss ich nachher noch mal hingucken hier. Oh, eins ist schon tot. Beziehungsweise bewusstlos. Dup, di, dup, dup, dup. Mit dem Revolver. Cool. Das ist das andere Tod in 17 Stunden, das dauert ja noch ewig. Okay. Heute Abend gibt es Nashorn. Jo. Okay, Hauptsache die Windmühlenplaza wird immer gewischt. So. Also das hier dauert immer ewig. Aber dafür haben wir immer was zu essen. Wie viele? Das sind immer noch viel zu viele Hühner. Ich habe eine Idee. Eine super humane Idee. Gebiete verwalten. Das haben wir hier doch schon. Das ist Schlacht. Wartezone. Nennen wir das für die Hühner.
So. Machen wir nämlich hier hin, wo wir schon in der Kühlkammer sind. Da können die dann rein und warten. Dann braucht die keiner mehr. Die Hochzeitszeremonie von Kerstin und Bench. Kerstin, das kannst du jetzt nicht mehr zurücknehmen, ne? Tja, ja. Okay, hier, irgendwas Romantisches spielen. Okay, so viel zur Hochzeitszeremonie von Kerstin und Bench. Inspirierter Handel, Markus. Okay, das ist auch was Neues. Und fertig mit Hochzeit. So, dann wollen wir mal gucken, ob dieser Schlachtplatz jetzt auch funktioniert. So, wir gehen auf Tiere. Und kann man die nicht nach Alter irgendwie sortieren? Gott, die sind alle auf 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sind aber trotzdem alle schon erwachsen. So. Diese Hühner sind wie Tribbles in diesem Spiel. Und das Chinchilla, aber das lassen wir mal leben. So, dann schauen wir mal, wie das funktioniert hier. Da kommen die Hühner. Sagen wir mal, war ein Teilerfolg. Okay. Würde ich sagen, funktioniert schon irgendwie. Bloß man sollte die Erste hingehen lassen. Und dann die schlachten und aufpassen, dass sie nicht auf dem Weg schon geschlachtet werden von einem übereifrigen Jefim. Weil da muss er sie doch wieder dahin tragen. Okay, aber das war's für heute und ich wünsche euch einen schönen Abend oder Morgen oder was auch immer, wann ihr das auch immer hier guckt. Und drückt die Glocke und den Kreis und dieses kleine Ding mit dem Daumen und so und abonniert den Kanal und empfehlt ihn allen Freunden. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.